Da sind wir nun beim großen O. Auch wir kaufen hier ab und zu schon mal ein. Einmal im Jahr ist unsere Tour zum großen O Pflicht. Mal mit dem Wohnmobil, mal mit dem Auto. Und wir haben heute Veilchendienstag. Die Wohnmobile und die PKWs rollen hier 11.30 Uhr im Sekundentakt an. Es ist voll, es wird mal voller. Und du siehst hier sämtliche Kennzeichen aus dem Kölner und Ruhrgebietraum, die dem Karneval fliehen und heute was Sinnvolles nämlich hier machen. Equipment gucken, Wohnmobile gucken, Zelte und alles ist ja da. Das wird kein Video, wo wir euch zeigen, das gibt es hier und das gibt es und das. Da gibt es andere Videos zu, die anderthalb Stunden und länger gehen, wo euch alles gezeigt wird. Wir zeigen euch nur, wie wir so einen Einkauf hier beim Obelink handhaben und zeigen euch das, was wir einkaufen wollen und das, was uns für vielleicht interessant erscheint, was uns auffällt. Kommt mit auf einen kleinen Streifzug zur Shoppingmeile, die uns beiden gefällt. Nämlich hier ist auch Albrecht gerne einkaufen. Hier ein Lageplan des IKEA des Campers. Du kommst rein, du hast hier Campingzubehör, Campingmöbel, Ausstellung von Camping. Wer bei uns? Ich muss gerade unseren Wagen verteidigen. Hier stehen Zelte, Wohnmobile und Wohnwagen in den beiden Bereichen. Hier habt ihr auch eine kleine Kaffeelounge. Im Obergeschoss gibt es ein Restaurant. Im Moment sind Umbauarbeiten hier im Eingangs-Ausgangsbereich und im Restaurant. Mal gucken, weil das geht. Dann haben wir eine Halle für Zelte, Autozubehör, Fahrradzubehör und Richtung Aus. Gibt es dann noch die schöne Bekleidungsecke. Los geht's. Fünf? Jahresvorrat. Ja. Ich meine, die ist viel zu leid. Ja. Wir nehmen hier mal die Hausmarke schon. Ich glaube, seitdem wir fahren, haben wir einmal was anderes genommen. Wir sind zufrieden. Nee. Was ich immer gut finde, das ist jetzt ein kleiner, wir haben einen etwas anderen, sind die Kulturbeutel zum Aufhängen. Wir haben, wenn wir duschen gehen, einen etwas größeren. Mal gucken, ob ich den oben an der Kasse finde. Den zeige ich euch gleich auch nochmal. Wir nehmen auch immer den Bathroom-Cleaner, den Kunststoffrein, den nehme ich auch für die Küche und für alles andere. Genau. Der hat bis jetzt noch alles geschafft, was er zu entfernen hatte. Es gibt ja mittlerweile die dollsten Toilettenlösungen, die faltbare, die klappbare. Ja, alles noch Alternativen zum Potticott. Wobei wir uns heute hier auch eine Zweitkassette holen, um, wenn wir in Frankreich sind und freistehen wollen, vielleicht etwas länger stehen zu können. Meine Abteilung. Ich darf ein Lämpchen kaufen. Wir haben gesagt, ich darf ein Lämpchen kaufen. Das sind aber viele Lämpchen. Warum darf ich ein Lämpchen kaufen? Damit der Licht aufgeht. Weil dir nämlich gerade ein Licht aufgegangen ist und du uns ein Abo dagelassen hast. Ich habe meine Wette nämlich gewonnen. Ich habe gesagt, wenn du uns jetzt abonnierst, darf ich mir eine Lampe mitnehmen. Danke dir. Mir geht jetzt mit deiner Lampe nämlich endlich abends auch ein Licht auf. Und wenn du immer am Zahn der Zeit zahlen möchtest, dann abonniere uns auch noch auf Instagram und Facebook. Da zeigen wir immer, wo wir uns gerade so rumtreiben oder was in der Woche, wenn ich arbeiten bin, bei uns noch so los ist. Und an der Stelle danke fürs Abo und schreibt uns doch auch mal in den Kommentaren. Wart ihr schon mal beim großen O oder seid ihr eher beim kleinen B oder die Online-Besteller? Schreibt es runter, damit lebt der Kanal. Danke euch. Ich gehe jetzt die Lampe suchen, sonst kann ich mich nicht entscheiden. Andere Seite. Ja, ich weiß. Aber vielleicht finde ich noch was, was mir besser gefällt. Oh, die sind schön. Die sind schön. Guck mal. Die sind schön. Das mit den Lampen scheint aber so eine Frauensache zu sein. Der Gang ist ziemlich voll. Da sind sie.
Da sind sie. Zip. Oder Dip. Meine Wunschlampe ist hier nicht. Die eine hat mich nicht überzeugt. Ich bin hier raus. Die hat mich nicht überzeugt. Alfred ist wieder beim Strom. Kabel, Adapter. Und was noch? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Schauen wir mal. Kabel, Adapter. Was ist das hier alles? Stecker. Zum selber bauen in der fertigen Variante. Ne? In jeglicher Meterlänge. Findet ihr alles hier. Und wir haben immer zusammen, selber zusammengeschustert, ne? War einiges günstiger. Ja, nicht alles, aber vieles davon. Auf der Suche nach einer guten Lösung, Wäsche aufzuhängen, bin ich hier auch noch immer. Wobei, der ist von Berger, ne? Das Rondell, was wir haben, das Klammrondell. Das hat man in einem der Videos auch schon mal gezeigt. Und seitdem wir den Fahrradträger weg haben, fehlt uns draußen aber noch was. Klar, Multi-Anker wäre eine Möglichkeit. Aber dann hänge ich die lieber übers Fahrrad, die Wäsche. Jetzt muss ich euch was zeigen. Die Dinger lagen beim letzten Mal hinten bei den Gläsern. Und dann habe ich die mitgenommen als Fliegenschutz oder Insektenschutz für unsere Gläser, wenn wir draußen sitzen. Und die fingen mich mit der Zeit an, sehr unangenehm zu riechen. Also eigentlich schon bei der zweiten Benutzung. Jetzt liegen die hier. Als Abflussstöpsel, als Universal-Abflussstöpsel. Jetzt bin ich aber überfragt, weil ich mir da immer auf die Gläser gelegt habe. Ja, hier haben wir das Klammerrondell, sogar klappbar. Wir haben zwei Stück davon. Hängen wir notfalls ans Fahrrad oder an den Stuhl, wenn wir draußen Handtücher trocknen wollen. Guck mal, hier ist es auch irgendwie zum Aufstellen, ne? Nee, nicht zum Aufstellen. Auch zum Aufhängen. Auch zum Aufhängen? Ja. Ach so, ja, auch nicht schlecht, die Variante, ne? Wir haben eine Duschstange in unserer Dusche drin, da kannst du es dranhängen. Ja, das sind ja die. Da haben wir nichts mehr. Schieberostel, das geht jetzt nicht mehr ohne den Fahrradträger. Also suche ich weiter nach einer Lösung. Und weiter für uns Frauen, Gläser, Geschirr in allen Varianten und Mustern und Farben. Also da könnt ihr dann sagen, hör mal, geh schon mal zu den Heringen, zu den Kabeln oder sonst was. Ich gucke hier mal. Also für jeden Geschmack was dabei. Und das ist ja auch was für meinen Geschmack. Das Alfred, mein Favorit. Aber Melamin, wir trinken unseren Kaffee immer aus Keramikbechern. Aber die Farbe, die ist schön. Gefällt mir ja richtig gut. Jetzt kostet es nur 3,95 so eine Abtropfhilfe für die Teller. Wir haben die, Alfred hat das selber gebaut für die ganzen Teller, die wir haben, im Schrank, in einem Auszugfach und haben da unsere ganzen Teller geordnet, drinstehen. So klappert nichts. Und hier für die Tassensortierung habe ich einen Stromsortierer vom Teddy genommen für 1 Euro und habe dann da Tassen, Gläser, Spüliflasche und andere Sachen, die man da rein tun kann. Eierbecher und so drin stehen. Habt das auch in dem Auszug ideal. Auch empfehlenswert, wir haben im Bad einen geräumigen Schrank, aber unten drunter ist ein großes Fach, wo du größere Flaschen reinstellen kannst, also Duschflaschen oder so, aber keine Reling. Haben wir rein im Shop, sieht jetzt nicht ganz so schön aus, in Schwarz wäre schöner gewesen. Aber ist praktisch und da steht dann halt das Blau, die Rinse und verschiedene andere Sachen. Und wenn ihr sagt, ihr braucht neue Gläser, dann macht euch vorher einen Plan, was ihr braucht. Ne? Alles Gläser. Tiergänge und die lange Wand. Die müssen wieder mit, die haben wir beim letzten Mal vergessen. Zitronella-Kerzen, die sind hier günstiger noch als bei der Discounterkette mit dem Raft. Warum es die verschiedenen Farben gibt, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich verschiedene Düfte. Das ist alles Zitronella. Das ist mal lustig. So, Küchenequipment gibt es hier in allen Varianten und Ausführungen.
Da wühlt euch selber mal durch, das zeige ich nicht alles, weil für die Herren unter den Zuschauern könnte das jetzt ein bisschen langweilig werden. Ja, da alles Töpfe bis da hinten in die Ecke, Pfannen und so weiter, Wasserkessel, alles da. Die Duo-Backpfanne, die Omnia, kostet ja nur noch 10 Euro. Und die Silikonform auch. Ist jetzt nicht original von Omnia, ist von der Hausmarke. Ja, du weißt aber, dass du reinpasst. Natürlich. Die passt rein. Aber schon passt ja auch rein. Ja. Da steht die Omnia drin. Ja, ja. Aber guck mal, was es jetzt alles gibt. Wir haben ja auch die Tasche vom Obelenk. Guck mal, jetzt hier. Da kannst du. Für jedes erst eine andere Farbe. Genau. Die Untersetzer. Die Gitterroste, das eine zum Rösten haben wir auch erst einmal. Guck mal hier, es gibt Grillschalen für die Omnia. Einwegseinsätze. Muffin, okay, das haben wir ja. Also, aber das Grillrost haben sie jetzt nicht da. Aber ich glaube, eine zweite, nee, das nicht da, ist nur das große Gitter. Ja. Nur das andere. Das haben wir auch da gerade was. Das haben wir. Nee, aber ich glaube, ich nehme eine zweigeteilte mit. Könnte man ja mal machen, ne? Dann hast du. Hier ist besser einen neuen Deckel kaufen. Nö, der tut's noch bis zum nächsten Mal, wo wir fahren. Nee, warte mal. Die ist ein bisschen dünner, fühlt das sich an. Aber die nehmen wir uns mit. Meine. No way. Ich ahne Vorstellungen. Hier in diesem Bereich geht es um Warmkeit. Wir können Schutz hier. Hier alles vom Grill über Gaskocher, Elektrokochfelder, Kühlschränke, Heizstrahler, Kaffeemaschinen, Elektrogeräte für den Küchenbereich und jede Menge mehr. Kühlschränke, Frierschränke, alles da. Aber da braucht heute nichts. Was uns auffällt, ist, dass vieles hier ausverkauft ist. Es wird überall fleißig nachgeräumt, aber du siehst auch viele, die eine Erstausstattung gerade kaufen, weil es geht ja die Saison wieder los. Die Wäscheschleuder ist gut. Welche Aufnehmer nicht so durch die Luft wirbeln müssen. Kauf neuer Staubsauger. Nicht getätigt, weil er keine Aufhängung hat. Wir haben unseren an der Wand hängen und der würde jetzt wieder durch die Gegend fliegen oder in irgendeinem Schrank landen. Also von daher, was mir unten hat, der eine Aufhängung? Auch nicht, ne? Ne, ne. Ist doch sauber. Ne, sind doch 10 Euro Unterschied. Der ist ja auch mit 12 voll und der ist mit 200. Genau. Was ich jetzt hier kurios finde, ist, der faltbare Wasserkocher, der den Einhandbetrieb-Test nicht übersteht. Das sieht gut. Das haben wir hier immer wieder. Nette Dekos, wie es aussehen könnte. Alles rund um die Organizer. Da, genau, da ist er. Den haben wir. Nee, ist er nicht. Da steht er. Jetzt laufe ich mit euch hier rum hin und her. Ne, das, die sind zum Hängen. Den haben wir ganz am Anfang gekauft, um alles, was so auf dem Tisch steht, was man lose mitnimmt, Flaschen, was man während der Fahrt, die angebrochen sind, Wetter räumen will, Schuhe, Zeitungen, Fernbedienungen, hat man unterm Tisch stehen, hatten da alles drin. Dann haben wir eine Zeit lang verbannt und jetzt, da wir den Kleiderschrank durch die ganzen Hochschränke gar nicht ganz brauchen, habe ich den in einem Fach vom Kleiderschrank drin und da sind jetzt unsere Schuhe drin. Also nach wie vor treues Gadget, das ich nicht vermissen möchte. Für 20 Euro. Also, Top-Titel. Wenn ihr Stühle oder Liegen haben wollt, macht euch vorher auch einen Plan. Gibt es hier nämlich auch jede Menge. Liebt Frauen? Die sind so kuschelig. Die kosten auch 20 Euro. Und ich weiß noch nicht, ob das nicht der Ersatz ist für meine Lampe, die ich nicht gefunden habe. Aber und wenn ihr mal so zwischen die Hotspots
Ausstellungen schaut, findet ihr immer wieder zweite Waldprodukte, wo ihr auch ein richtiges Schnäppchen machen könnt. Alfred hat sich auch was gegönnt. Ein Täschchen für sein Stühlchen. Meine Seine. Du hast was. Ja, du willst ja keinen. Meine Lampe? Ja, nicht dafür, dass du keine Lampe dahin gefunden hast. Ich darf auch eins, weil ich so lieb filme. Ah ja. Danke, mein Schatz. Bitte schön. Die Lampe will ich aber immer noch. Ja, das weiß ich. Na, hier haben wir die liegen. Also riesige Halle. Und jetzt genauso viel zum Thema Tische. Das LED-Licht flackert. Das ist auch wieder so eine süße Deko. Ich finde diese Deko-Ecken ja immer so schnuppi. Aufbewahrungsregale für die Outdoor-Tische, das Vorzelt. Auch alles da. Für unsere elektrische Fritzstufe haben wir auch solche Mappen drüber. Die haben wir auch hier geholt. Die haben nicht ganz gepasst, hat Alfred irgendwie wieder zurechtgebastelt. Aber da müssten wir den Fachmann fragen, was er da gemacht hat. Ne? Da hattest du irgendwie Klettverschlüsse oder so dran gemacht. Die haben ja nicht gepasst, die Trittstufenmatten. Da hast du irgendwas dran genäht. Ja, ja, einfach mit Klettverschlüssen. Ja, irgendwas haben wir da dran gebastelt. Und jetzt geht's den schwarzen Streifen und den Kratzern auf den Fenstern an den Kran. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es ist. Wenn ich es gefunden habe, zeige ich es euch. Objekt 1 gefunden. Schwarzes Streifen für wieder rings irgendwas. Schwarze Streifenentferner. So geht's auch. Für die Fenster müssen wir noch suchen. Gibt aber auch andere Marken, aber die haben wir immer hier gehabt und sind sehr zufrieden. Also fürs Schlafen gibt es hier vom Nackenstützkissen bis zu den Flex-Systemen. Auch jede Menge Matratzen, alles da. Wobei wir ja die Matratze vom Lidl haben und auf die schwören und die auch nicht viel kostet und notfalls jetzt mal ausgetauscht. Dann haben wir hier einmal eine kleine Cafeteria und Ausstellungsstücke von Zelten. Oben sind Wohnwagen. Und hier unten stehen auch einige Kastenwagen. Ich glaube auch ein Wohnmobil hat sich mal reingehen gesehen. Und Dachzelte. Quatsch, Camperanhänger, Dachzelte. So. Meine Camper-Ära fing ja im Zelt an. Aber so komfortabel war es da nicht. Ankerplatz. Genau. So, so was wie Peggy. Ja, also die Wohnmobile, die hier ausgestellt sind, sind verschlossen. Solltet ihr euch interessieren, gibt es da vorne einen netten Herrn, der sich euch dann annimmt. Ihr braucht ihn nur fragen, aber da haben wir doch mal einen Preis. 109.950 Euro für zwei Einzelbetten. Mit Markise, Regensensor, pipapo. Ist mal ein Anhalt. Wir haben ja hier das Bad hinter den Einzelbetten. Fand ich ja zuerst toll, aber dann ein Blick zur Seite. Wohin mit den Rädern, wenn du sie nicht hinten drauf hängen willst? Da kriegst du nur ein Bobbycar rein. Die Garage ist relativ klein. Und wenn du es im Rücken hast, auch ungünstig da drin rumzuhantieren. Wobei von innen sieht es schick aus. Wie sagen wir vom Aufbau? Ich habe nicht viel Ahnung davon, aber Spaltmaße sollte man einhalten. Ja. Und das hier gefällt mir jetzt mal ja nicht. Ja, vom Aufbau her wäre da das schon was gewesen. Da oben ist irgendwo Dichtmasse, die da nichts zu suchen hat. Ja, das haben wir aber auch. Bei uns hat das aber einen anderen Grund. Ja, bei uns ist reingepfeffert ohne Ende. Aber ein Herzchen hast du auf Dach. Ja. Zum Valentinstag. Kannst du irgendwo da aufhängen. Sag mal, was mir noch sonst aufgefällt, wäre ja ein Pilot, ne? Der wäre auch noch. Da ist der Sunlight wieder, wo du hier wieder, na, da hättest du ein Raumbad.
aber du hast die Stufe hier zum Bad hin. Also mal gut, dass wir noch kein neues kaufen wollen. Ich könnte mich jetzt schon gar nicht entscheiden. Ja. Das sieht aus wie eine Slip-Einlage. Das habe ich jetzt schon bei jemandem Waren gesehen. Aber zwei sind zu wenig. Tena Lady oder so. Ja, gut, dann ist das zu wenig. Das ist ein Schwamm. Ein gepresster Schwamm. Ich lerne noch zu wundern. Nehmen wir die, obwohl die nicht so flexibel sind, wie der Nachbar da hatte. Ja. Dann gibt es die, aber die aus diesem Gummi finde ich jetzt nicht. Weil die hatten sich ja echt tief in die Erde eingegraben und ich wüsste nicht, wie ich die dann auch noch rauskriege. Toiletten sind jetzt hier, jetzt haben sie mich aber gelinkt. Hier war früher so Gardinenzeug. Das ist auch nicht mehr da. Weil ich möchte andere Gardinen haben. Wir haben einen Ching, wir nehmen die, weil die von der Oberfläche her auch viel griffiger sind. Bei denen, ein paar Mal genutzt, sind wir nicht mehr so mit dem Profil vertraut. Und ich sag mal, gerade hier hatten wir ja auch das Problem gehabt, dass sie nachher so steil nach oben standen und wir gar nicht mehr weiter drauf kamen. Wir nehmen die. In dieser Ecke war früher der Solarbereich, in einem Eckchen, und heute ist da richtig groß geworden. Aber da haben wir heute keine Zeit zu. Solar ist gerade noch nicht bei uns das Thema, weil wir mit der Lithium für die Tage, die wir stehen, noch gut hinkommen. Hier alles rund um Wasser, Abwasser, die Armaturen. Deckel, Wasserpumpen, aber die Toiletten sind auf der anderen Seite, Alfred. Und so schon. Und Toilettenkassetten. Ja. Ups. Nicht hetzen und dann hier durch die Gänge gehen. Abdeckplan für alle Fahrzeuge und Größen. Wir haben unsere damals nicht hier gekauft und schon öfters bereut. Weil dann hätten wir eine, die über die Motorhaube ging. Bin ich zwei Tage. Also wir haben die gekauft bei dem mit dem B und haben fast das Doppelte bezahlt. Und kaputt gehen tut sie trotzdem auch schon. Hm. Ja, wir haben eine Sommerabdeckung. Wir haben eine Sommerabdeckung, aber wie die hier wäre jetzt schon, die über die Motorhaube geht, praktischer gewesen. Ja, was machen wir als Kältebrücke? Wir legen unten zwei alte Schlafsäcke in den Fußraum. Funktioniert auch, aber nimmt ja auch wieder ein Fach im Schrank weg. Weg, weg, ja. Weg, weg. Er hetzt. Weg. Alfred muss zur Toilette. Weg. Alfred muss zur Toilette. Ja, ich muss eine Toilette. Happy, happy, happy. Die Alte hat er ja kaputt gemacht, hat er hier was abgebrochen, ne? Kein Näschen mehr. Da ist ja nichts abgebrochen. Da ist kein Näschen mehr dran. Nein. Doch. Nein. Das Näschen hat er abgebrochen. Ja, das Näschen. Aber jetzt kriegen wir eine neue Stinkepott. Und das Näschen ist auch piepschnuchze, ja. Und dann nehmen wir die andere Transport. Als CT3, ja, Whisky. Preis, die könnte ich kotzen, ne? Was? Das stimmt, Preis, die könnte ich kotzen. Ja, aber ja, weil ich keine Lampe gefunden habe. Auch dann wäre das teuerste Einzelstück. Ich habe im Internet geguckt, die Originallampe kostet 200. Wenn wir Transport drin hätten, dann wären sie alle billiger. Ja. Fast die Hälfte, ne, mit der Transport. Aber wir haben ja Magic, das makes nix. Guck mal, das gehört zwar jetzt nicht zu uns, aber guck mal, was hier steht. Ich gerade zu. Das sind sie. Wir haben nämlich unsere Armlehnen hier unten, die Bezüge durch. Vielleicht vom Waschen, vielleicht auch, ich weiß nicht, weil da unten knibbelt keiner die ganze Zeit so. Okay. Naja, das klingt wie früher die 70er Jahre Frottekleider. Kommt nicht durch die Zensur. Hier oben ist genauso. Das ist genauso ein Zeug. So Ersatz. Kommt nicht durch die Zensur. Die will ich ausgepackt sehen. Dann gucken wir mal weiter. Hinten sind Fußmatten, hinten ist noch mehr so ein Zeug. Dann gehen wir mal darüber. Mein Mann möchte die. Nee, ich möchte die nicht. Ich hab mir gesagt, die kosten so viel. Ja, die passen farblich nicht. Haben aber Glück gehabt. Aber das sind wieder die Frotte-Dinger. Die sind jetzt auch nicht
Mal gucken, was haben wir hier? Das. Und wenn es nur für die Armstützen was gäbe? Gardinenzeugs gefunden. Wir hatten hier schon das Problem, dass die Feststeller für unseren Weinsberg nämlich nicht passen. Die fallen dir wieder raus. Die haben wir dann bei Weinsberg selber leider für viel Geld holen müssen. Aber mein Magnetsystem, was ich haben möchte, finde ich hier gerade nicht, weil das ist alles. Da müssen wir dann anderswo gucken. Während Alfred sich technisch bildet, gehe ich mit euch campen. Kleiner Wohnwagen. Irgendwie könnte ich mich jetzt da nicht unbedingt dran gewöhnen. Mitten ins Bad. Wir sind ja neugierig. Lässt sich auf jeden Fall gut öffnen. Eine Banktoilette. Ein großes, geräumiges Waschbecken. Wasserarmatur, der Hahn ausziehbar. Oben dann für die Dusche. Großer Spiegel drin. Ja, aber diese All-in-One-Duschen, die sind immer so putzfreudig. Hier haben wir Vorzelte, also die Teppiche dafür und Küchenteppiche, aber die sind fast alle ausverkauft. Und dahinter gibt es jede Menge Zelte. Für mich wird es viel schöner. Und dahinter ist noch eine Halle mit Zelte. Und wenn ich aufpasse, fällt über die Leinen. So wie ich gerade. Gehen wir mal rein. Während Alfred der Technik frönt. Das finde ich jetzt schöner und heimeliger als in dem Wohnwagen. Zwei Schlafzimmer. Schau, dass ich euch ein schwarzes Zelt zeige. Da sieht man nämlich nichts. Das ist eine Villa. Das ist ja riesig. Da haben wir dann sogar drei Schlafräume drin. Das ist riesig. Muss ich riesen Schritte machen. Alfred hat seine Peggy-Dinger entdeckt. Oh ja. Hier etwas kleinere Zelte. Hier hinten kommen Beduinenzelte. Und hier die Dachzelte. So. Das ist ja eine Welt für sich. Willkommen in der Wüste. Ah, kommt gerade ein Kind aus dem Zelt. Kurzer Schwenk, ohne Kind. Dann zeige ich euch ein kleineres, das große ist belegt. Hier haben wir Beduinenzelte, die sind ja gemütlich, mit zwei Schlafbereichen, da kannst du dich es aber gemütlich drin machen. Ja? Das Große ist frei. Ich sehe förmlich die Kamele davor stehen. Boah, guck mal, ist das ein Tanzsaal. Und hier wieder die zwei Schlafkammern, rechts und links, andersrum. Das ist ja toll. Gemütlich. Verschiedene Windschutzzäune oder auch diese Strandmuscheln haben wir auch. So ein Windschutz. Haben wir extra gekauft, sind wir extra hier hingefahren. Was soll ich sagen? Noch nie benutzt. Manche Dinge braucht man unbedingt vom Kopf her. Aber auch so ansonsten in der Praxis nicht. Und hier haben wir auch weitere Zelte.
und alles um Vorzelte, Sonnensegel und so weiter. Das ist die eine Seite und die wird jetzt von mir angesteuert, weil es hier zum Restaurant geht. Und dann gibt es noch eine dritte Etage. Da geht es um Gartenmöbel und Outdoor-Zubehör. Wie Sitzgruppen, Kissenbezüge, Sonnenschirme und all sowas. Filmen und den Wagen schieben ist jetzt gerade nicht einfach. Deshalb bis später. Und hier wieder das beliebte Bulli-Zelt mit dem fleißigen Koch. Gibt's auch für Jungs in Blau. Und dazu eine Hängematte. Das ist also ein Pfefferstreuer. Total süß. Wenn ihr zum Restaurant geht, sind da oben noch mal immer so ein paar Kaufhighlights ausgestellt. Und ich habe sie. Da ist meine Lampe mit dem Metallfuß. Gibt es aber auch in beige. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Die ist dann auch noch 5 Euro teurer. Oder doch lieber mit dem Holzfuß. Vor allem, ich habe gesehen, die hat verschiedene Stufen. Dann sind wir ja doch am Ziel. Was tust du denn da? Mir ist ein Licht aufgegangen. Mir ist ein Licht aufgegangen, also. Auch die Schnelle wird jetzt immer heller. Die hat 4 Schaltstufen. Von gemütlich bis nützlich. Ich habe meine Lampe. Ich bringe die eben in den Wagen. Wenn das jetzt Ash wäre, dann würde sie mich aber hören. Jetzt läuft denn auch noch alles weg. Guten Appetit, ich habe Erbsensuppe. Ja. Ein bisschen Pulled Pork. Guten Appetit. Wir suchen verzweifelt Haken für die Kederschiene und finden sie einfach nicht. Habt ihr eine Idee, wo wir sie finden? Weil hier sind wir wieder vergeblich. Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Wäre super, wenn wir die Dinger jetzt mal finden. Zu einem Preis, der uns auch gefällt natürlich. Und unten haben wir noch einen sehr ausgiebigen Bekleidungsbereich. Hier für die Herren und der Rest der großen Halle für die Damen. Er freut sich schon. Ah, eine Vorstellung. Da sind die Fuschel-Kuscheljacken von Eastpack. Fahrrad ist da ganz oben. Du wolltest doch mal beim Fahrrad gucken, ne? Da sind sie. Mit Fell drin. Ich muss gucken. Die sind Fahrradtaschen. Hier sind die, die regenfesten. Ja. Yeah. Ah. Zack, zack. 160 Euro. Ja. Ich glaube, dann nehmen wir die Variante, die Tüte um die Sachen erstmal weiter. Ja. Also, E-Mail-Adresse seht ihr ja unter dem Video oder auf unserem, wie heißt das nochmal, Impressum. Wir nehmen gerne Spenden in Form von diesen Fahrradtaschen entgegen. Nein, ich will die mit dem Teddyfell. Sind ja nur die 2. Also, die Größe wird jetzt. Na, die ist ja 48. In 48 ist. Ein bisschen klein, 36. Kann länger dauern, ich mach mal aus. Bitte? Alfred? Nee. Alfred, nachdem ich eine Jacke gekauft habe, ich habe die 5-mal an- und ausprobiert. In letzter Zeit hat jeder Mann einen Kleiderschrank voll. Toll, ich mach mal aus. Und was sagst du? Alles in Kusch? Die 5 Tage Erholung sind wieder weg. Ja.
So shoppen ist anstrengend. Man kommt einfach unter Campern in Gespräch. Wir wären eigentlich schon längst fertig. Wir haben hier wieder super nette Leute aus Papenburg kennengelernt. Wir haben stundenlang gesimpelt. Die haben ein 27 Jahre altes Schätzchen. Und ja, da haben wir natürlich unsere Camperohren mal auf Empfang gestellt und uns viele gute Tipps geholt. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Und ansonsten, gemütliches Restaurant. Es gibt vieles, es ist nicht immer günstiger. Man hat es vielleicht, weil man es eben angucken kann, weil es ausgepackt ist, wie mit den Autositzen. Haben wir aber festgestellt, dass die zum Beispiel nichts für uns sind, die wir hier finden. Und so ist es immer eine schöne Adresse, auch mal um seine Bestände aufzufüllen und bei schlechtem Wetter einfach mal einen netten Tag zu verbringen. Wir haben Glück, draußen scheint die Sonne, aber wir haben trotzdem einen netten Tag. Ich sage an der Stelle wieder Danke. Lasst uns doch in den Kommentaren da, wie ihr eure Besuche hier empfindet. Wollt ihr mal hier hinfahren oder wie es so ist? Und ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.